willkommen zu einer neuen Folge von Jan kocht. Was machen wir heute? Semmelknödel. Was brauchen wir dafür? Semmeln, 2-3 Tage alt, Messer und Brett, um die in Stückchen zu schneiden, eine Schüssel, um die einzuweichen, die werden in Milch eingeweicht, Gewürze, Pfeffer, Salz und Muskatnuss und dann brauchen wir noch ein paar Eier. Am Ende den möglichst größten Topf, der in der Küche da ist. Kommt Wasser rein, Salzwasser rein, da werden die Knödel am Ende gekocht. Ja, als erstes schneiden wir die Semmeln in feine Stücke. Ich schaue jetzt mal, ob das Sägemesser hier gut geeignet ist. Sehe aber eher ein klassisches Küchenmesser hier gut. Und dann möglichst fein schneiden. Die nächsten schneiden wir noch in kleinere Stückchen. Und wenn ich dann diese ganzen Semmeln, das sind hier jetzt 10 Stück, für eine ordentliche Menge Knödel, wenn die geschnitten sind und es an die Vorbereitung des Einweichens geht, dann sehen wir uns wieder. So, weiter geht's mit unseren Semmelknödeln. Ich habe die Semmeln oder Brötchen hier in feine Stücke geschnitten. Jetzt heißt es einweichen, das macht man mit Milch. Viertel Liter Milch jetzt auf die 10 Brötchen oder Semmeln und die Milch wird dann zum Kochen gebracht. Dafür habe ich diesen kleinen Topf hier stehen. Ja, das geht in Windeseile. Nehmen wir mal das Brett hier zur Seite und geben hier noch Stoff. Und wenn die Milch kocht, sehen wir uns wieder. So, die Milch dampft schon. Wir lassen die ruhig noch ein bisschen heißer werden und gewürzen in der Zwischenzeit schon mal die Masse. Dazu brauchen wir eigentlich nur Salz und Muskat. Ich gebe hier ungefähr 2 gestrichene Teelöffel Salz drauf auf diese Menge. Streue ich hier gleich schon mal drüber. Und wenn wir dann die Muskatnussreibe rausgeholt haben, schalten wir hier die Milchsicherheitshalber mal ab, nicht dass uns die überkocht oder anbrennt. Und dann reiben wir hier eine ordentliche Menge Muskat drauf. Schauen wir mal, dass das hier auch gut geht. Soll ja nun nicht durchschmecken, aber zu allem, wo Milch dran ist, schmeckt dann auch ein kleines bisschen Muskat gut dazu. So, frisch gerieben ist immer ein bisschen intensiver, als wenn das schon ein Pulver ist. So, dann geben wir die heiße Milch hier drüber. Schön langsam. So, jetzt muss das Ganze eine gute Stunde ziehen. Und was wir zwischendurch machen, ist immer mal ein bisschen draufdrücken. Das machen wir wirklich mit den Händen. Die muss man sich natürlich gut waschen vorher. Und schauen, ob sich das Ganze auch zu einem schönen feuchten Brei zusammensaugt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es noch zu trocken ist, geben wir noch ein bisschen Milch dazu. Das ist ja eine ungefähre Angabe. Die Brötchen sind ja überall unterschiedlich groß. So, wenn die Masse hier fertig ist, sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt die Knödelmasse mal so 5 Minuten anziehen lassen. Und drückt die hier richtig tief und fest in die Schüssel, damit die Brötchenteile, die Semmelteile hier ordentlich Milch aufsaugen. Dann Deckel drauf, damit sich ein schön feuchtes Klima da drin bildet. Und dann lassen wir das jetzt nochmal eine gute Dreiviertelstunde stehen. Schauen nochmal nach, ob wir noch ein bisschen Milch nachgeben müssen. Das Ganze sollte ungefähr eine Stunde ziehen. Solange kann man andere Dinge vorbereiten. Bisschen aufräumen. Bis gleich. So, weiter geht's mit den Semmelknödeln. Das hat jetzt eine gute Dreiviertelstunde gezogen. Ich habe festgestellt, dass das noch ein bisschen zu trocken ist. Ich habe nochmal ungefähr 100 Milliliter Milch warm gemacht. Die gebe ich hier jetzt nochmal dazu. Und dann knete ich das ein bisschen durch und bereite in der Zwischenzeit auch schon mal die Eier vor.
Während das hier noch ein bisschen zieht, lassen wir die Milch noch ein bisschen einziehen, die wir jetzt so reingetan haben. Also ich habe mir natürlich die Hände hier vorher gewaschen, so dass das schon ein bisschen feuchter wird. Und die Eier, da kommen 4 Eier rein, die werden im Ganzen in den Mischbecher gegeben und aufgeschlagen, so als wenn man Rührei machen will. Und das machen wir hier mit dem Schneebesen. Das kann man natürlich auch mit so einem elektrischen Mixer machen. Man kann das auch mit einer Gabel machen. Aber ich finde, mit dem Schneebesen geht es am einfachsten. Jetzt ist hier Eischale reingefallen, die angeln wir lieber raus. Und weil die Eier doch recht klein sind, nehmen wir lieber 5. So, das Ganze verquirlen, das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weise machen. Ich mache das eigentlich auf diese Art und Weise, kriege dann schön die Geschwindigkeit rein, kriege das gut gemischt. Und ich habe hier ein wunderbar verquirltes Ei. Und das geben wir jetzt hier auf die Semmelbrösel. Und dann lassen wir es auch noch einen Augenblick einziehen und verkneten das Ganze von Hand. Worauf man achten sollte dabei ist, dass die Semmelknödelmasse nicht zu warm ist, dass das Ei nicht anfängt zu stocken. So, das lassen wir jetzt hier erstmal auch noch ein bisschen einziehen. Dann mische ich das von Hand durch und vorm Knödel. Ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal 5 Minuten, bereite hier alles vor und dann sehen wir uns wieder. So, wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen klar Schiff gemacht. Jetzt heißt es, die Masse nochmal kräftig durchkneten und die Knödel formen. Die fertigen Knödel lege ich hier auf die Teller. Und jetzt kann man hier sehen, die Masse ist doch noch ein bisschen trocken. Das muss doch noch ein bisschen durchziehen. Aber ich muss hier erstmal ein bisschen kräftiger das Ganze noch durchmischen und kneten, bevor wir hier, das machen wir mal mit beiden Händen, kriegt man da auch ein bisschen mehr Kraft rein, ein bisschen mehr Durchmischung. Und wenn das Ei auch gut verteilt ist, dann wird das Ganze auch eine Masse. Auch das hier kann man natürlich mit einer Küchenmaschine machen, aber da ich hier jetzt nicht 1 Million Knödel formen muss, sondern nur etwa 8 Stück, habe ich hier auch kein Problem, das von Hand zu machen. Ich lege hier unter die Schüssel immer ein bisschen so ein Tuch drunter, damit die hier nicht über den Tisch wandert, während ich das knete. So, und damit die nachher ungefähr gleich groß werden, teile ich die Masse jetzt hier in 4 Teile und mache aus jedem Teil 2 Knödel. Das sind dann hier immer so Klumpen, die teile ich in der Mitte. Und dann heißt es, schöne Knödel formen. Und hier seht ihr schon das erste Stück und der zweite folgt zugleich. Und das Ganze machen wir so lange, bis der Teig fertig ist. Und wenn alle Knödel gerollt sind, sehen wir uns wieder. Ja, alle Knödel fertig geformt. Jetzt heißt es noch, wie werden sie dann heiß gemacht? Ich habe hier den größten Topf bei mir in der Küche genommen. Wasser rein, Salz rein, das Ganze zum Kochen gebracht. Jetzt kommen die Knödel rein. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Der wird hier einfach vorsichtig im Wasser versenkt. Das Wasser kocht und dann lassen wir den bei kochendem Wasser, das sollte also weiter kochen, muss man so ein bisschen gucken, wenn die Knödel drin sind. Temperatur ein bisschen rauf, später ein bisschen runter. Bei der Knödelgröße 1/4 Stunde, dann sehen wir uns wieder.
So, mein Beispielknödel hat jetzt hier eine Viertelstunde im kochenden Salzwasser gegart. Ich hole den jetzt hier mal raus. Und es hat hier dann auch noch eine schöne Volumenvergrößerung stattgefunden. Und das heißt, dieser Knödel ist jetzt fertig zum Probieren. Und ob der dann auch schön durch ist und gut schmeckt, das sehen wir jetzt, wenn wir ihn anschneiden. Und ja, wunderbarer Semmelknödel. Ich würde sagen, viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und auf Wiedersehen bei Jan Kocht.